Was macht eigentlich ein Yogalehrer? Als Yogalehrer ist es deine Hauptmission, anderen die Grundlagen des Yoga zu zeigen. Es geht dabei um eine Mischung aus Körper und Geist sowie Gesundheit und Entspannung. Du erklärst verschiedene Yoga-Haltungen und führst sie anschließend auch vor. Dazu kommen übrigens auch Atem- und Meditationsübungen. Hin und wieder sprichst du übrigens auch mit Teilnehmern über die Philosophie des Yoga. Und dazu bringst du beispielsweise Texte mit. Ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist auch die Planung deiner Stunden, denn manchmal arbeitest du mit Kindern, manchmal aber auch mit Erwachsenen. Die Einheiten stimmst du dann natürlich immer genau auf deine Zielgruppe ab. Als Yogalehrer bist du oftmals selbstständig und das bedeutet, dass du dich dann auch um die Abrechnung deiner Stunden kümmern musst. Auch Marketing und Werbung liegt dann oftmals in deinen Händen. Und wie läuft es eigentlich finanziell für Yogalehrer? Was verdient ein Yogalehrer eigentlich? Für die Ausbildung zum Yogalehrer wirst du nicht bezahlt. In den meisten Fällen musst du sogar mit Ausbildungskosten rechnen. Aber keine Panik, denn nach der Ausbildung sieht es dann schon besser aus. Zwischen 2.000 und 3.000 Euro können hier im Monat auf dein Konto wandern. Zurück zur Ausbildung. Was lernt man in der Yoga-Ausbildung genau? Welche Inhalte dich in der Ausbildung zum Yogalehrer erwarten, hängt vor allem vom jeweiligen Anbieter ab. Meist umfasst die Ausbildung zwischen 200 und 800 Stunden. In der Zeit lernst du mehr über Meditation, Yoga, Philosophie und Geschichte oder therapeutische Einsatzgebiete. Aber Yoga ist nicht gleich Yoga, denn manchmal kannst du dich auf Schwerpunkte wie zum Beispiel Yoga für Kinder, Yoga für Senioren oder Hormon-Yoga spezialisieren. Nice! Und welche Voraussetzungen braucht man für die Ausbildung zum Yogalehrer? Yogalehrer kann theoretisch jeder werden. Manche Anbieter erwarten aber einen Hauptschulabschluss oder mehrjährige Yoga-Erfahrung von dir. Oder du musst ein Mindestalter von 21 oder sogar 25 Jahren erfüllen und deine gesundheitliche Eignung belegen. Hast du gute Noten in Sport, Biologie oder Deutsch, dann erleichtert dir das oftmals obendrein den Einstieg in die Ausbildung. Und zur letzten Frage, wo arbeiten Yogalehrer? Als Yogalehrer kannst du beispielsweise in Yogaschulen, in Sportvereinen oder auch in Fitness- und Wellnesseinrichtungen arbeiten. Aber auch in Kliniken oder Physiotherapiepraxen findest du Jobs. Während der Arbeit bist du oft in Übungs- und Gymnastikräumen, aber auch in Sporthallen oder Büroräumen.